Der deutsche Fernsehkoch und ausgebildete Sushi-Chef Steffen Hensler ist auch infiziert mit dem Wrestling-Virus und besucht in Phoenix zum ersten Mal die größte Show der Welt. Ja, ich bin ja ungefähr, seit ich 13 bin, Fan von WrestleMania oder insgesamt vom Wrestling. Damals meine erste WrestleMania gesehen mit Hulk Hogan und das ist tatsächlich durch meine ganze Jugend bis jetzt durchgezogen. Deswegen ist es richtig cool, dass ich auch hier bin. Der Hamburger übernachtet sogar in dem Hotel, in dem alle WWE-Superstars wohnen. Da wird das Frühstück mal schnell zur vorsichtigen Kontaktaufnahme genutzt. Also schon ganz cool. Also das ist ja echt, man ist in der Hinsicht richtig noch Fan. Also wie man früher als Kind von irgendwelchen Popstars-Fan ist, war jetzt so Fan von diesen Wrestlern. Und das war schon ziemlich cool, denen zu begegnen, mal die Hand zu schütteln, ein Foto zu machen, auch mit Bret Hitman Hart und so. Das sind ja lebende Legenden. Und das ist schon ein geiles Gefühl. Das kommt schon richtig gut. Aber nur für den Spaß ist der Fernsehkoch dann doch nicht hier. Er kreiert eine besondere Sushi-Rolle in angenehmer Begleitung. Now everybody is here. Ich darf Ihnen vorstellen, die WWE-Diva Maryse, die WWE-Diva Katie Lee und der spanische Schauspieler Maxi Iglesias. Wir machen jetzt eine Bodyslam-Rolle, das ist eine Aktion im Wrestling. Habt ihr schon jemals eine Sushi-Rolle gemacht? Nein? Okay. Hast du schon mal ein Messer benutzt? Ja, da muss Diva Maryse selbst ein wenig lachen, denn in der Küche stehen ist nicht ihre größte Leidenschaft. Wer hätte das gedacht? Der Chef macht es vor und schon sind sie alle im Sushi-Fieber. Beim Reisblattdrücken ist Maryse wieder ganz vorne dabei und beim Füllen spart sie nicht an Zutaten. Am Ende ist es halt die dickste Sushi-Rolle der Welt. Nur probieren möchte die kämpfende Blondine ihre Eigenkreation nicht. Lieber naschen von der Bodyslam-Roll des Profis. Aber haben Sie die hübschen Frauen nicht abgelenkt, Herr Hensler? Also, trotz habe ich öfter nach links und rechts geguckt als sonst, das muss ich schon zugeben. Und dabei ist ihm eines bei den Schnibbelversuchen der WWE-Diven besonders aufgefallen. Das Problem ist halt, dass sie also derbe lange Fingernägel haben. So, wahrscheinlich, weil sie kratzen und beißen müssen im Ring. Aber vom Schneidetechnik her, speziell die Katie Lee, echt in Ordnung. Also man sieht, dass sie oft in der Küche steht.